In Nordrhein-Westfalen beginnt am Morgen ein spektakulärer Prozess. Mehr als 8 Monate nach der Festnahme von 2 Terrorverdächtigen muss sich einer der beiden Brüder nun vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten, einem 26 Jahre alten Iraner, die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Terrorfinanzierung vor. Laut Anklage soll der Mann im Internet nach Möglichkeiten gesucht haben, die hochgefährlichen Chemikalien Rizin und Cyanid selbst herzustellen. Sein Bruder gilt als Mittäter. Mehr von Jonas Feld. Es ist der 8. Januar. Mitten in der Nacht schlägt die Polizei zu und holt einen 26-jährigen Iraner und seinen 32-jährigen Bruder aus einer Wohnung in Castrop-Rauxel. Der Verdacht? Ein bevorstehender Biowaffen-Terroranschlag mit hochgiftigem Rizin und Cyanid. Die beiden sind dringend verdächtig, sich verabredet zu haben, eben gemeinschaftlich einen solchen Anschlag zu begehen, bei dem eine unbestimmte Anzahl von Personen aus islamistischen Gründen umgebracht werden sollte. Hinweise auf den möglichen Anschlag kamen von einem ausländischen Geheimdienst. Der 26-Jährige soll die Ermordung zahlreicher Menschen vorbereitet haben, so die Staatsanwaltschaft. Anweisungen dazu habe er vom Islamischen Staat bekommen, den wiederum soll er finanziell unterstützt haben. Der ältere Bruder ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ihm konnte kein hinreichender Tatverdacht nachgewiesen werden. Gegen den 26-Jährigen wurde bereits Ende Juni Anklage erhoben. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Wird er verurteilt, drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.